Kaum versteht man die Moderne, ist sie zu Ende. Oh du, also muss man das lesen, wenn er nicht einmal den Titel auf die Reihe kriegt? Wie lange ist Feuilleton noch Referenz für... Ui, schau mal. Schon das Verb verstehen wäre Provokation genug. Zwei Tweets schiebt Dirk Becker nach. Da ist was bei Johann Schlömann, was ihn noch irritiert und beschäftigt. Ja, die SZ schiebt dann noch Werbung rein. Es ist wirklich grauenhaft auf dieses... SZ war schon immer eine grauenhafte Homepage. Mann, oh Mann. Schlömann fragt offenbar, ob sich die Systemtheorie womöglich in spekulative Sozialpsychologie auflöse. Ah ja, das ist aber eher ein methodisches Problem, denn das den allgemeinen Leser nicht groß interessieren muss. Oh mein Gott. Und dann sagt er zuerst nein und dann obwohl. Und das wäre dann die Brücke zu ihm hier. Fritz B. Simon wird ausfällig. Er hat die Kommentarspalte in seinem Blog gelöscht und sagt, ich bin es einfach leid, dass meine Beiträge als Masturbationsvorlagen für meist ältere Herren oder Arbeitslose und deswegen offenbar unterbeschäftigte Zeitgenossen dienen. Sag mal, spinnst du? Arbeitslos, das nennen wir erwerbslos, okay? Masturbationsvorlage, du, das ist ganz klassisches Apes, wie wir hier ganzes Kapitel 2010 beschrieben haben. Es ist zum Kotzen. Auch der von ihm mitgegründete Karl Auer Verlag ist am Durchdrehen. Man sollte hören, was die gute alte Autobahnuniversität zu bieten hat. Mein Gott, die drehen durch. Muss mal schauen gehen, wer da im wissenschaftlichen Beirat ist. Vom Karl Auer Verlag, das Who is Who der Szene. Und dann kommt Internet und sie flippen aus. Klar, Heiko Kleve und Dirk Becker sind natürlich dort auch mit dabei. Noch viele, viele mehr. Eine der Leistungen von Dirk Becker ist ja vielleicht, dass er bei Niklas Luhmann, die Gesellschaft der Gesellschaft, Kapitel 2 folgende, eine Medientheorie gefunden hat. Diese vier Medien wechseln. Sprache, Schrift, Buchdruck, Computer ermöglichen eben gerade ein Ausbruch aus dem Geheimnis der Moderne. Das ist der Clou. Der Karl Auer Verlag und die gute alte Autobahnuniversität. Und hier spritzen Erwerbslose, meist ältere Herren, ab. Wer hat mir Boomeritis empfohlen? Ein Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von Karl Auer Verlag, Heiko Kleve. Für den Protagonisten in diesem Roman ist es die Superparty, wenn er zuschauen gehen kann, wie sich die Boomeritis selbst auffressen. Das aktuelle Buch von Fritz B. Simon würde genau bestätigen, was Ken Wilber als Diagnose sehen würde, dieses Feststecken im grünen Mem. Das zeigt schon der Titel. Simon will die Koppelung von Organismus, Psyche und sozialem System sehen. Wenn ich Dirk Becker richtig verstehe, macht er das eben aber in seinem ersten Tweet als Reaktion auf den SZ-Text eben gerade nicht. Ja, ja, Video anhalten. Unten in der Videobeschreibung habe ich den Link direkt zu diesem Tweet von Dirk Becker. Man sieht hier, dass er ganz klar im sozialen System bleibt und er macht eben nicht das, keine Koppelung der drei autopoietischen Systeme. Das war ja der Disput mit Heiko Kleve im Sozialarbeitsstammtisch. Also noch einmal, wir haben diese drei autopoietischen Systeme.
Niklas Luhmann hat das von Maturana Varela bezogen. Drei autopoietische Systeme, das biologische, das psychische, das soziale. Niklas Luhmann, 1997. Er stellt einen Kommunikationsbegriff vor. Und zwar einen Begriff, der jede Bezugnahme auf Bewusstsein oder Leben, also auf andere Ebenen der Realisation autopoietischer Systeme, streng vermeidet. Streng vermeidet. Fritz B. Simon macht 20 Jahre später aber eben das, diese Sozialpsychologie. Hä? Er interessiert sich für diese Schnittmengen, behaupte ich jetzt einfach einmal, so interpretiere ich das. Währenddem Dirk Becker da hoffentlich nicht mitgeht. Die strikte Vermeidung der Bezugnahme ermöglicht uns aber, dass zum Beispiel die Rechner ganz integriert in menschliche Kommunikation integriert werden kann. Was ist das Radikale am radikalen Konstruktivismus? Das da, diese strenge Vermeidung der Bezugnahme. Heiko Kleve ist nicht einverstanden. So ist es nicht. Das ist nicht wahr. Das hat schon Luhmann gesagt, nur vorsorglich sei noch angemerkt. Nein, nein, das ist nicht wahr. Aber es hat eben Vorteile, wenn ich es so denke. Es macht mir einen praktischen Unterschied. Die dramatische Lücke, die der Rechner lässt. Die Unterscheidung löscht die Unterscheidung Mensch-Rechner, Sender-Empfänger. War falsch. Huiuiui, das ist sowas von provokativ und lässt die Moderne sowas von stehen. Keine Sorge, Fritz B. Simon, die gute alte Autobahnuniversität wird nicht verschwinden. Du, der Papst ist ja auch noch da, Gott sei Dank. Aber jetzt geht es anders weiter. Im Namen des Ärgers, der Wut und des heiligen Zorns geht hin in Unruhe.